Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute gibt es einen weiteren Teil, wahrscheinlich den letzten Teil, denke ich mal, von dem Sticker-Mappen, also Sticker-Album-Update von den Lidl-Stickern. Ice Age voraus, Teil 5. Ice Age voraus. Ice Age, Kollision voraus. Ich schaff's einfach nicht. Das ist auf jeden Fall das Sticker-Album und wir haben schon gut was geschafft. Wir sind schon hier bei, ich zeig mal kurz, hier sind wir stehen geblieben. Greif nach den Sternen oder auch nach der Nuss. Haben wir wieder einmal Scratch. Scratch greift nach der Nuss. Wie kann man nur so wild sein auf etwas? Einfach dafür alles riskieren. Sein Leben. Die Welt. Das Leben anderer. Ja gut, das weiß er natürlich nicht. Moment mal, was ist denn da los? Die 103. Ach nee, die 103 habe ich schon gesehen. Habe ich nämlich vorhin gesehen. Das war nämlich einer, der mir fehlte. Den habe ich nämlich irgendwo mal da drunter gepackt. Das ist nämlich der Raumanzug hier. Gut, dass ich nochmal drauf geguckt habe eben davor. Er wieder an seinen Raumanzug, ey. Zu schön. Oh, ein Glitzersticker. Da haben wir wieder das Rudel. Das Rudel und das Glitzer. Was? Das Rudel und der Glitzer. Hä? Was rede ich da? So. Und natürlich das Unterteil. Und hier sieht man nämlich den Rest schon von den Leuten. Von dem Rudel. Da haben wir Diego. Sid und komischerweise haben wir auch Scrat da drauf, obwohl Scrat ja eigentlich kein, sage ich jetzt mal, aktives Mitglied des Rudels ist, weil der ist ja noch nicht mal da, der ist ja eigentlich im Weltraum. Und eigentlich kennen die sich ja auch nicht wirklich, oder? Also so habe ich ja jedenfalls gedacht, dass sie sich nicht wirklich namentlich kennen. Den hier finde ich sehr cool, den Glitzersticker mal wieder. Und hier haben wir ihn im Weltraum. Oh, hier haben wir ein Spiel. Okay. Das sieht so aus wie ein Start. Hier kann man wahrscheinlich die Leiter hoch. Dann geht es hier weiter. Ich weiß nicht, ob man, wenn man auf sowas wieder kommt, ob man dann wieder runterfällt oder ob man hier nur da runterfällt. Was steht denn hier so? Wer zuerst den Gipfel erreicht? Aber achte auf die Eicheln und Felsblöcke. Landest du auf einer Eichel, rutschst du wieder zum Anfang des Hügels. Wenn du auf einen Felsblock gelangst, musst du einmal aussetzen. Und bei deiner Leiter kannst du nach oben. Okay, also hier aussetzen. Hier rutscht man wieder nach unten. Von hier nach da. Oh Gott, und das ist ja richtig gemein, von hier nach da. Ja, könnte man natürlich auch mal spielen, aber das machen wir natürlich nicht jetzt, weil ich kann ja nicht gegen mich alleine spielen. Das ist ja ein bisschen langweilig. So, hier, mal mich aus. Ich habe keine Stifte, deswegen kann ich es auch nicht ausmalen. Hab Spaß und mal die Ice Age-Charaktere bunt aus. Sei kreativ. Filzstifte eignen sich besonders gut zum Ausmalen. Lass die Seite trocknen, bevor du umblätterst. Mani, Shangri-Lama, Sid, Diego. So, das waren die. Und jetzt haben wir hier natürlich die Planeten. Wir erinnern uns, wir hatten ja die Planeten hier. Oh Gott, jetzt müssen wir hier auch noch... Oh, das lese ich gleich mal. So, vielleicht fülle ich das auch einfach nicht aus und lasse euch das mal schreiben. Ich glaube, das ist vielleicht auch mal ganz schön. Dann sage ich auch mal nicht, was ich jetzt hier aufklebe. Vervollständige das Sonnensystem. Hier steht nämlich, hilf Scratch, die Namen aller Planeten im Sonnensystem einzutragen. Nachdem sie jetzt wieder in der richtigen Reihenfolge sind. Also die sind jetzt wieder geordnet quasi. Und dann gibt es ja hier einen Tipp für dich. Moment, den kleben wir nochmal eben schnell aus. Das kann ich nicht gleichzeitig lesen. So. So, ein Tipp. Und das ist nämlich, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. Das sind nämlich die Anfangsbuchstaben, die für die Planeten stehen. Kenne ich nämlich auch noch einen Spruch. Überlege dir auch eine Eselsbrücke, wie man sich alle neun Planeten merken kann. So, jetzt könntet ihr natürlich mal reinschreiben, was sind denn hier die Planeten nacheinander? Also hier von oben nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sind das nur die, die hier stehen? Ich muss mal kurz gucken. 10. Hier haben wir sogar 10. Das heißt, da fehlen sogar noch welche. Ich sag nichts. Ich sag nichts, sondern ich klebe die Sachen hier einfach mal ein und dann könnt ihr mir mal reinschreiben, welche Planeten das jetzt hier sind. Ich jetzt natürlich nicht so viel sagen, weil sonst verrate ich ja irgendwas. Ich könnte mal erzählen oder mal fragen, ob ihr auch schon mal im Planetarium zum Beispiel wart. Gibt es sowas bei euch, ein Planetarium? Das fand ich früher nämlich ziemlich schön. Gibt es bei uns nämlich in Hamburg. Da kann man dann reingehen, setzt sich rein und dann sieht man oben den ganzen Sternenhimmel und bekommt alles Mögliche erklärt. Dann hat man so eine richtige Vorstellung, so ein bisschen wie im Kino, Theater, irgendwie so ein Zwischending. Oh oh, irgendwie klebt das schlecht.
Und dann sieht man auch die ganzen Sternbilder. Und das ist wirklich wie, als wenn man so ganz nah am Himmel ist. Und dann dazu eine richtige tolle Erklärung bekommt. Was, wie, wo und warum. Da gibt es verschiedene Vorstellungen, wo dann verschiedene Sachen erklärt werden. Total interessant und auch total beeindruckend, finde ich. Weil man halt wirklich so zurückgelehnt sitzt und dann die ganze Zeit irgendwie in den Himmel starrt und sich da immer alles dreht und verändert. Und das ist wirklich toll. Vielleicht gibt es ja sowas bei euch auch. Also falls ja, kann ich das nur empfehlen, das mal zu machen. Eine schöne Sache. So, ich zeige euch das nochmal kurz, dann könnt ihr auch nochmal gucken, was wir jetzt hier haben. Und dann sehen wir mal, was auf der nächsten Seite kommt. Oh, schon wieder Weltraum. Oh, ein Weltraum mit ganz vielen Nüssen im Hintergrund. Oh, das wird wahrscheinlich ziemlich dunkel. Und ich glaube, dass das hier ein Riesenbild wird, was wir jetzt hier mit ausfüllen mit den Stickern. Das finde ich ist eine schöne Idee. Ich hoffe, dass wir das gut hinkriegen, dass es auch gut aussieht. Oh, direkt schief. Perfekt. Lobe ich mich mal gleich mal wieder. Super gemacht. Nicht. Oh, ich will doch, dass das jetzt hier gut aussieht. Nein. Ein Ritz wird kommen und mich jetzt auch noch ärgern. Nein, oh Gott. Na super. Ja, es hat ja toll geklappt. Das ist aber auch ein blödes Manu. Man kriegt es nicht mehr weg. Okay, es kann nicht schlimmer kommen, deswegen... Nee, Moment, das darf man nicht sagen, weil dann kommt es immer schlimmer, wenn man sowas sagt. Deswegen sagen wir das jetzt nicht. Ach, immer dieser blöde Ritz. Vor allem auch noch bei so einem dunklen Hintergrund. Naja, gut, okay. Wir müssen damit klarkommen jetzt. Es ist zu spät, wir können es nicht mehr ändern. Nein. Oh Gott, was tue ich da? Okay, doch, das ist okay. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht, okay. Nur der Ritz, der nervt mich, aber sonst geht es dann hier oben wieder weiter mit der 117 und mit der Nuss natürlich. Okay, da haben wir die kleine süße Nuss im Raumanzug an Scratch Seite. Ich muss sagen, ich finde diese Idee von dieser Seite wirklich total schön gemacht, dass das so ineinander greift. Diese Sticker hier mit dem Hintergrund, weil das wirklich so ein großes Bild hier wird. Das fand ich auch bei dem Pets-Aufkleber-Album so schön. Da gab es ja wirklich mehrere so eine Seiten, wie es richtig eingebettet war. Dass alles irgendwie toll zusammengepasst hat und so. Das fand ich schon echt schön gemacht. Das fand ich wirklich toll. Also das Pets-Album ist wirklich ein total cooles Album gewesen. Ah, jetzt kriege ich es nicht mehr ab. Okay. Okay, aber es ist okay. Es ist jetzt nicht so wild gerade. Und ich habe mich bei Pets auch nicht so toll aufgeregt, weil da war das nicht so schlimm. Da konnte man die wirklich easy immer wieder abmachen und ein bisschen besser ausrichten. Das ist echt schwierig. Ich bin da einfach zu ungeübt. Naja, okay, hier ist es halt schief, aber... Puh, nee. 121, da muss ich mal gucken, nicht, dass ich irgendwann mal aus Versehen einen falschen habe. Irgendwie verdreht, dann komme ich mit irgendwas durcheinander, dann ist hier alles durcheinander. Das wäre natürlich ganz schlecht. So, hier. So, jetzt sind wir hier in Nusshausen hier unten. Nummer 122. Mein Gott, sind das viele Eicheln. Das ist ja wie in so einem... Das ist nicht die Milchstraße, das ist die Eichelstraße. Das ist ja eigentlich sein Traumland. Warum guckt er so entsetzt? Wenn da überall Eicheln sind, müsste er eigentlich total begeistert sein. Das ist doch mal ein richtiger Traum. Astronaut im Eichelland. So, mein Gott. Mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Wie soll man das hier ausrichten, okay? Sieht geil aus, muss ich schon sagen. Das hat echt was. Das ist echt irgendwie schön gemacht. So, den kriegen wir jetzt hier auch noch gut dran. Yep. Okay,
Okay, jetzt kommt nur noch. Und ich habe mich mal gefragt. Ich habe mich mal gefragt, was das hier ist, was ich hier sammle. Also was das für komische Aufkleber sind. Und jetzt wird mir auch klar, warum die so komisch sind. Weil sie nämlich tatsächlich komisch sind. Weil sie einfach ein Ganzes sind von dieser Doppelseite hier. Da wäre ich ja nie im Leben drauf gekommen. Weil ich habe mir ja vorher das Stickerheft nicht so angeguckt, dass ich jetzt direkt schon weiß, was da alles kommt. Weil ich das immer gerne mag. Ich mag gerne mal diese Überraschung, dass man nicht immer sofort Ahnung hat, was passiert und was passiert später oder so. Ich habe schon mal gesagt, ich bin nicht jemand zum Beispiel, der an Weihnachten immer schon gesucht hat, wo die ganzen Geschenke sind, sondern ich habe immer ganz artig auf Weihnachten gewartet und mich dann gefreut und nicht immer vorher schon gesucht, sodass ich immer vorher schon wusste, was gibt es denn überhaupt zu Weihnachten. Einfach weil ich das, oder auch zu Geburtstag oder irgendwann, weil ich fand es immer schön, mich überraschen zu lassen. Bin ich jetzt eigentlich gerade drauf gekommen? Ich weiß es gar nicht. Ach so, wegen dem Sticker-Album, weil ich nicht reingeguckt habe, genau deswegen. Ja, wie gesagt, ich mag das irgendwie, mich so überraschen zu lassen. Ihr habt ja auch manchmal so, dass wenn ihr mir einen Brief schreibt, dass ihr Booster habt, wo nichts draufsteht, wo einfach nur Fragezeichen oder Überraschungsbooster zum Beispiel. Das finde ich auch immer ganz cool, wenn man dann reinguckt und dann überrascht ist, was da alles drin ist. So. Ach, da hätte ich ja ein bisschen besser ziehen können noch, aber da konnte ich jetzt hier nichts wieder unten. Cool, oder? Das muss ich noch nicht mal hochhalten. Das sieht einfach nur cool aus, so das Bild. Meine Lieblingsseite bisher. Finde ich. Upsi. So, jetzt haben wir noch. Ach so, wir haben sogar 144. Ich dachte, das wird immer mehr. Was ist denn das? Ach so, dein Ice Age Abenteuer. Mach ein Foto von dir und deinen Freunden und in Winterkleidung und kleb es hier ein. So kannst du dir deine eigenen Ice Age Abenteuer ausdenken. Nutze den Platz, um deine Ice Age Lieblingscharaktere zu malen. Das mache ich jetzt auch nicht, weil das dauert zu lang. Und dann, what? Was ist das denn für ein Sticker? 2, 4, 6, 8, ein 10er? Alter Schwede, ein 10er Sticker. Das ist ja richtig heftig. Okay, schauen wir mal. Boah, nee, da muss man ja richtig vorsichtig sein. Nicht, dass ich da irgendwas hier schief klebe oder so. Oh je, es ist schon wieder zu spät. Ich glaube, es ist minimal schief, aber minimal ist auf so einer großen Fläche natürlich schlecht. Was wird denn das hier eigentlich? Ich glaube, das wird auch wieder so eine Abenteuerszene, wo sie alle zusammen hier gerade flüchten. Von irgendwo hin. Ich glaube, der ist gut. Der ist gut geworden. Perfekt. Sofern es perfekt gibt. So, da oben haben wir auf jeden Fall Crash und Eddie. Die sitzen natürlich auf Money drauf. Da sitzt, glaube ich, so ziemlich alles auf Money drauf, der arme Kerl. Uha. Okay. Da klebt Sid an seiner Seite. Und wen haben wir auf der anderen? Oh, da sehen wir noch nichts. Der kommt gleich erst auf dem nächsten, oder nee, beziehungsweise auf dem übernächsten Sticker. Und ich glaube, da sehen wir schon die Ohren. Oder nee, was ist der Po? Das ist der Po von Diego. Jetzt kommt natürlich erst nochmal das Unterteil von Sid. Der hat sich hier festgekrallt auf seinen Stoßzähnen. Jetzt geht wieder nicht mehr ab. Das ist natürlich schade. Das können wir jetzt nicht mehr ändern. Wir müssen das jetzt hier gucken, dass wir das irgendwie so gerade kriegen. Dann ist es halt jetzt ein bisschen außerhalb von dieser Linie, aber es wird auf jeden Fall hier gerade sein, das Bild. Jetzt sehen wir gleich Diego, wie er hier hängt. Und da oben müsste er hoffentlich aufpassen. Hier sind wir nämlich gerade schön dran. Der ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Hä? Sieht ja so aus, als ob sein Po da irgendwie in irgendwas übergeht. So, dann haben wir hier. Ne, hier kommt doch keiner mehr, oder? Das waren sie schon. Alle reiten auf jeden Fall auf Manni, der Arme. Der muss eh immer schon so viel Gewicht tragen. Jetzt muss er auch noch die anderen tragen dazu. Oh, was ist denn nun passiert? Oh, da ist der mir aus der Hand geslitscht. Das wäre fast schief gegangen. Und hier natürlich Unterteil, auch auf dem zweiten Stoßzahn sitzend von Diego. Maradona. Oh, 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 oh.
So, wo ist es jetzt wichtiger? Wir haben da oben einmal einen kleinen Fehler gemacht, deswegen haben wir jetzt hier überall dann ein bisschen was schief. Das ist natürlich schlecht. Aber ich finde, so ein 10er-Sticker ist immer noch ganz schön imposant und sieht eigentlich auch immer noch gut aus. Man muss sich halt nur entscheiden, was man will, wenn man das jetzt hier irgendwo hier gerade haben oder wenn man die Aufkleber gerade haben. Und ich will natürlich hier, dass das Bild schön gerade aussieht. Deswegen ist mir das jetzt egal, ob das hier ein bisschen schief ist. Fehlt jetzt nur noch der letzte Fuß von Money. Und dann haben wir tatsächlich den 10er-Sticker hier einfach reingekriegt. So. Krass, oder? Krasser Sticker. Beziehungsweise krasser Sticker-Haufen. Oh, hier kommt der Hase, den ich ja, ne, wisst ihr ja, liebevoll immer Hans nenne oder Günther. Ich nicht genau weiß, wie er heißt. Ich glaube, er heißt Hans, aber ich weiß es wie gesagt nicht. Hier haben wir also Hans mit seinem Juwel, der ja der lieben Oma schöne Augen macht. Und eigentlich ist er im Grunde wahrscheinlich genauso so alt sogar wie Oma. Kurzzeitig sind sie ja dann auch mal gealtert, wenn sie da nicht mit den Kristallen in Verbindung sind. Und dann sieht man ja sein wahres Alter. Und ich glaube, da fand Oma ihn dann gar nicht mehr so attraktiv. Hust. Der kleine Charmeur hier. Ach was, die ist sogar auch noch mal da. Was macht die denn hier? Silvia, die hat doch den Sid verschmäht. Die hieß doch Silvia, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die Kleine hier noch mal mit auftaucht. Da der Hals, die ist ja nur am Anfang da. Am Anfang vom Film. Oh je, okay, zu spät. So. Hier, auf den hier bin ich echt ein bisschen stolz, auch wenn er nicht ganz, man sieht ja ein bisschen immer so diese kleinen Ritzen dazwischen, aber ich finde, er ist trotzdem gut gelungen. Und hier haben wir nochmal die anderen Charaktere, auch so Nebencharaktere so ein bisschen. Dann haben wir Finde die Fehler nochmal. Nochmal hier was. Na, wer findet einen Fehler? Ich sehe ja direkt schon einen. Wo ist er denn hin? Verschwindibus ist er. Oh, das Messer ist auch weg. Okay, das machen wir jetzt nicht weiter, sondern könnt ihr ja sonst auf Pause machen. Dann könnt ihr da mal gucken, wenn ihr Lust habt, ob ihr da Fehler findet. Und ich mach mal weiter. Ich glaube, das hier sind die beiden letzten. Oh, da dürft ihr jetzt natürlich nicht drauf gucken, weil sonst wisst ihr ja hier alles, die ganzen Lösungen. Da dürft ihr natürlich auch nicht drauf gucken. Moment mal. So. 143. Haben wir noch die letzten zwei Abschlusssticker. Diego und Manni kommen hier gleich. Mit Blase inklusive. Okay, das ist hier wieder ein bisschen schief geworden, aber also das hier ist schief, aber sonst der Sticker ist gerade. Ich muss den mal wieder anpassen. Ah, okay. Ja, das ist auf jeden Fall der Abschluss. Schön auch noch mit Zit und den beiden hier. Und dann, ja, war es das hier mit dem Album. Okay, so. Album zu, Affe tot. 144 Sticker hatten wir hier von den schicken Lidl-Stickern von Ice Age. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt haben wir ein richtig schönes, volles Sticker-Album. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Video. Und ich sage bis dann. Tschüss. Lasst mir doch ein Däumchen da, falls ihr Bock habt. Abonnieren könnt ihr mich auch kostenfrei. Und dann bye bye.